Oh, Mann! Hey, ich bin der Jonas Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Ja, ja. Ja, ja. Guck mal. Was willst du? Hallo, mhm. Guten Tag. Tag, schön. Du kommst aus Radebeul? Wir kommen aus Radebeul, ja. Du bist Oldtimer, Sammler, Fan? Ne, ich fahre das Auto bloß. Du fährst Auto? Ich fahre das Auto bloß, fahre das Auto. Was ist das Besondere, so ein Auto zu fahren gegenüber der heutigen Klasse? Ja, ist schon ein bisschen anders. Man hat zum Beispiel die Bremse rechts, das Gaspedal in der Mitte, dann die Kupplung und dann ein Schotterpedal zum Anlassen. Muss man dann schon ein bisschen aufpassen beim Fahren. Das ist also, funktioniert. Das ist also noch richtig fahren, mitarbeiten. Hier gibt es noch keine Servolenkung, nicht. Das ist alles noch Kraft. Okay, dann danke ich dir und wünsche dir viel Spaß heute bei dem Melbepark. Hallo? Guten Morgen. Was fährst du für ein Auto hier oder stellst du vor? Overland. Also welchen Jahr? 22. Wie bist du zu dem Fahrzeug gekommen oder bist du jetzt bloß der Fahrer? Ich fahr das bisher. Das fährst du bisher. Und ist besser, so ein Auto zu fahren als wie ein Volvo der heutigen Zeit? Oder Mercedes? Kenn ich nicht, aber egal, Mercedes. Auf jeden Fall macht es mir alleine. Richtig? Macht mir alleine. Ja. Wo man noch. Muss es aber auch bringen. Oh, weil man hier noch richtig arbeiten muss. Ja, das Arbeiten, aber auch mit dem Schalten allen drum und dran und sich konzentrieren schon beim Fahren, weil das doch alles ein bisschen umständlicher ist als wie beim modernen Auto. Aber es sieht eben erstmal für den Zuschauer optisch schön aus, wenn du übers Land fährst und es selber wird es so ein bisschen Spaß machen, weil man ja bei einer bestimmten Geschwindigkeit ja auch mehr sieht, als wie richtig, wenn man mit 200 km/h. Das stimmt. Und vor allen Dingen die Leute freuen sich, wenn sie mal sowas sehen. Ja. Dann lachen sie und winken und das macht natürlich auch Laune. Ja. Da wünsche ich dir viel Spaß hier am Elbepark. Hallo? Hallo. Was stellst du hier für ein Auto vor? Cadillac Eldorado. Welches Baujahr? 84. Ist es deins oder bist du jetzt bloß der Fahrer? Ich bin meine. Das ist deine. Was ist das Besondere an diesem Cadillac, dass du gesagt hast, der muss es sein und kein anderer? Von der Größe. Von der Größe. Ich bin selber 2 Meter groß. Ich passe nicht in die Trainautos. Also du passt in den Trabi rein? Nee. Erst recht in den Runden. Passe ich schon rein, aber das ist keine Fahrerei. Ja. Ja. Das Auto nimmst du jeden Tag oder ist es nur zum Ausfahren? Nur für solche Ausfahrten. Nur zum Ausfahren. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß hier im Elbepark und wir sehen uns. Ja. Hallo? War Käfer das nicht durchzukriegen? Nee, kein Käfer. Sondern? Vorgänger von Wartburg. Achso, oh, entschuldige, entschuldige. Viva F9. Ja, jetzt wo du es sagst, das wird leicht so wechseln, ne? Gibt's ja kaum noch. Ja, stimmt. Ne? Wie bist du zu dem Auto gekommen? Ist es Opa hat den neu gekauft, 1904. Ist also Familienbesitz? Genau. Ja, dann. Gemacht.
Unfallfreie Fahrt in Melbourne. Zu viel Geld und Zeit rein. Genau, unfallfreie Fahrt. Richtig. Der Herr Lehmann sitzt jetzt im Elbepark beim Zentrummanager, den Herrn Knabe. Recht schönen guten Tag. Hallo Herr Lehmann, ich grüße Sie. Herr Knabe, Zentrummanager vom Elbepark, das umfasst jetzt nur die Einkaufsmall oder auch die angrenzenden zwei großen Verkaufshäuser? Also IKEA gehört nicht direkt zum Elbepark, aber ehrlich gesagt in dem Bewusstsein der Menschen im Einzugsgebiet Sachsen gehört IKEA genauso zum Elbepark, ist aber eigenverwaltet. Zu mir gehört der gesamte Elbepark mit Höfner. Und das Kino? Das Kino gehört auch zu uns, das UCI-Kino. Also der ganze Trakt vorne. Genau. Wie viele Geschäfte sind im... Also wir haben 180 Geschäfte, inklusive dann Höfner und den Untervermietungen auch beim Kaufland. Wo also die Familie vom Baby bis zum Haustier alles kriegt. Das hoffe ich zumindest, ja. Ansonsten sollen sich Ihre Hörer direkt an mich wenden, was noch fehlt. Und ein Food Court ist natürlich auch vorhanden, wo man in den Pausen sich stärken kann. Genau so ist es, nach dem anstrengenden Shopping-Tour. Also wir haben insgesamt 16 Geschäfte in unserem Food Court im Obergeschoss und nochmal 4 im Erdgeschoss, sodass es ein bisschen schön verteilt ist, damit man kurze Wege hat. Am Sonntag oder sonntags haben Sie ja generell zu, wie sich das so gehört für Deutschland. Leider. Und, ja, aber es gibt da verkaufsoffene Sonntage in der Weihnachtszeit immer. Aber diesen Sonntag war ja was ganz anderes los beim Elbepark. Nicht im Haus, die Verkaufsmauer war zu, sondern auf dem Parkplatz war ja eine große Festwiese, ein großer Festparkplatz. Genau, also wir haben unser erstes Oldtimer-Treffen und Heilemarkt veranstaltet, direkt vor dem Elbepark Dresden. Sie haben recht, wir dürfen ja sonntags nur einmal im Jahr in der Stadt Dresden öffnen. Das ist sehr bedauerlich. Umso schöner war es aber, dass wir mehr als 9000 Besucher begrüßen konnten. Zu unserem ersten Treffen waren wir alle sehr gespannt und waren ein ganz toller Erfolg. Können Sie schon sagen, wie viele Fahrzeuge ungefähr da waren? Also wir haben über 212 Teilnehmer gehabt mit Fahrzeugen, dazu nochmal 10 Teilehändler, fast 9000 Besucher so ein bisschen begeistern konnten, waren ja tolle Raritäten. Ich selber arbeite mich gerade erst in die Oldtimer-Szene ein, aber waren fantastische alte Fahrzeuge mit dabei. Das Schöne ist ja an diesem, es ging ja hier nicht um die Masse, sondern um die Klasse, sodass man ja auch hier Wagen oder Fahrzeuge bestaunen konnte, die man zu damaligen Zeiten nur über Absperrung sehen konnte. Genau so ist es. Und das Ganze auch hautnah. Und ich muss nochmal einen Dank sagen, auch die Aussteller selber bleiben neben ihren Autos stehen und bieten auch so mal Kindern die Möglichkeit, mal sich reinzusetzen oder auch den Interessierten einfach mal einen Einblick unter die Motorhaube. Weil ansonsten ist es ja auch echt uninteressant, wenn man einfach gar nicht an das Auto kommt, so wie Sie sagten, sondern man kann es nur aus der Ferne sehen. Es waren ja nicht bloß PKWs da, es war ja auch Müller Milano, der Weihnachtszirkus, mit seinen Traktoren da. Genau. Also wir unterhalten schon seit vielen, vielen Jahren eine wunderschöne und gut funktionierende Kooperation mit Herrn Müller Milano und seinem Weihnachtszirkus. Wir sind dort einer mit der Hauptsponsoren und insofern haben wir ihn natürlich als leidenschaftlichen Sammler gleich angesprochen. Zeig doch bitte deine Traktorensammlung, die ja sehr wertig und sehr umfangreich ist. Und da hat er sofort gesagt, na klar, komme ich gerne zum Oldtimer-Treffen. Im Bühnenprogramm konnten ja die Teilnehmer auch ihre Fahrzeuge vorstellen, die ja durch die zwei Moderatoren begleitet wurden. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Dadurch, dass wir die Sachsen und Dresdner und viele auch aus dem erweiterten Umland zu Besuch hatten, das sind ja nicht alles fachkundige Leute. Und umso schöner ist es dann, wenn wirklich auch mal Raritäten vorgestellt werden, um diese Faszination, die von so einem Oldtimer ausgeht, auch ein bisschen zu transportieren. Und deswegen haben dann auch die Aussteller ihre Fahrzeuge mal ein bisschen genauer beschrieben und erklärt. So war ja zum Beispiel ein Motorrad dabei, was ja in der DDR produziert wurde, nur für Thailand, wo es ja nur 4 Stück gibt. Korrekt. Und eins war ja dann auch hier auf dem Festparkplatz. Das sind natürlich diese schönen Geschichten. Ich kannte das ja auch nicht. Und wenn ich mich mal in so einen Aussteller reinversetze, er liest irgendwo eine kleine Zeile und recherchiert und stellt auf einmal fest, dass er in Besitz
eines solchen Motorrades ist und weiß eigentlich gar nicht, so ein bisschen war vielleicht auch undankbar in der Ecke stehend und stellt auch immer fest, oh mein Gott, ich besitze eins von vier Fahrzeugen als Rarität. Das ist schon eine tolle Geschichte. Und das sind auch die Geschichten, die wir transportieren wollten und auch zukünftig werden bei unserem Oldtimer-Treffen. Sie sprechen es gerade an, es ist also eine Fortsetzung geplant. Das war sie von Anfang an. Wir hatten immer schon vor, das Oldtimer-Treffen als feste Instanz einmal im Jahr am Elbepark Dresden umzusetzen. Und der Erfolg gibt uns jetzt recht und eigentlich auch die Vorgabe, ihr müsst in jedem Fall das Oldtimer-Treffen ein weiteres Mal wiederholen. Bis Jahresende, bis der Weihnachtstrubel hier losgeht, der Weihnachtsmarkt hier in der Mall einzieht und im Umfeld. Was sind noch so für Veranstaltungen ringsherum geplant? Also Sie sagen es gerade, ich habe jetzt gestern oder vorgestern erst den Vertrag mit dem Weihnachtsmann unterschrieben. Wir befinden uns in der vollen Weihnachtsplanung. Aber vorweg kommt jetzt erstmal das nächste Highlight, drei Haselnüsse für Aschenbrödel von Ende September bis Mitte Oktober. Wir haben eine eigene Ausstellung geschaffen, schon vor 2 Jahren, die wir jedes Jahr gerade in der Vorweihnachtszeit unseren Besuchern präsentieren. Wunderschöne Filmszenen von Aschenbrödel, so wie man es aus dem Film kennt, im gesamten Center verteilt. Dann haben wir den Projekt Zirkus Sperrlichter, mit dem wir schon seit vielen, vielen Jahren das große Grundschulprojekt machen. Das heißt, die Grundschulen können Schulklassen 14 Tage lang ein Programm einstudieren lassen, was dann den Eltern, Großeltern und Familienangehörigen präsentiert wird. Das kostet die Grundschulen nichts, weil der Elbepark Dresden diese Kosten übernimmt. Und dann gehen wir mit großen Zügen in das neue, in das abschließende Jahr zu Weihnachten ein. Wir haben dieses Jahr ein besonderes Highlight, weil wir eine ganz neue Weihnachtsdekoration angeschafft haben. Es ist der Dresdner Weihnachtswinterwald mit gigantisch großen Tieren in der Ladenstraße, beleuchtet vom Reh über den Hirsch, über den Fuchs zum Eichhörnchen, 4-5 Meter hoch. Ganz, ganz neue Dekorationen, weil wir auch immer wieder den Dresdnern und den Sachsen Neues im Elbepark Dresden zeigen wollen. Herr Lehmann bedankt sich ganz herzlich für die Rückschau, immer auf das Wochenende und auf die Vorschau des Jahres. Bei Herrn Knabe, den Zentrummanager, und ich hoffe doch, dass wir uns mal wiedersehen zum Gespräch. Also ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mich bei Ihnen im Sender mal vorzustellen, und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bitte mal Applaus, genau. Ja. Für den Andreas und seinen Moskvitsch, der kein Skoda ist. Jetzt kommen wir von den 4 Rädern zu den 2 Rädern. Und auch hier lacht das Herz. Jetzt kommt die MZ ins Spiel und ich darf nochmal wiederholen, bitte lasst niemanden ohne Applaus hier vor die Bühne fahren, gerade wenn es sich um so ein seltenes Stück handelt wie dieses. Jetzt werden viele sagen, ja, gut, MZ kenne ich, habe ich schon mal gesehen, aber das hier, kommt ein bisschen in unsere Mitte, das hier ist ja wirklich was ganz Besonderes. Aber erstmal hallo, das ist die Christine, wenn ich mal vorstellen will, auch was ganz Besonderes. Und du bist, wir sagen du, oder du bist der? Jens. Der Jens. Jens, was ganz Besonderes insofern, dass es eigentlich ein Motorrad, das es so hier in der DDR, es wurde zwar hier gebaut, aber so eigentlich für die DDR gar nicht gab. Genau, das ist ein MZ, eine 125er von 1963, ein Prototyp. Die ist während der Laufserie entstanden, war vorgesehen für den Export nach Thailand, und die Eisfeld-Indianer haben aber dann Honda bzw. Kawasaki genommen. Aus diesem Grund ist das Motorrad nie in Serie gegangen, das war ein Messemodell. Und die ist dann entweder in der Versenkung oder im Depot verschwunden bzw. wieder eingestampft worden. Das ist eine von angeblich 4 gebauten. Das ist ein ganz seltenes Motorrad. Also 4 Stück quasi, und Thailand-Export steht deshalb drauf, weil das mal der Plan war, der aber dann nie umgesetzt wurde. Und da kommt dann der Jens ins Spiel, weil der Jens hat sich gedacht, wenn die Thailänder das nicht wollen, ich nehme das. Ja, genau so ist das. Das Motorrad, wie gesagt, die ist so nie in Serie gegangen, weil die das halt nicht wollten. Weil die haben, glaube ich, Honda oder was haben die dann genommen. Und deswegen ist das Motorrad so nie gebaut worden. Ich habe die mal vor vielen Jahren in Stücken gekriegt. Da war der Chromschweif, das war drauf, das hat es aber in der DDR nie gegeben, und da habe ich über 20 Jahre eigentlich gar nicht gewusst, was das ist. Und wie bist du da drauf gekommen? Also kam da mal jemand vorbei und hat gesagt, Mensch, hier, das ist doch das und das? Nee, da waren im Internet noch Fotos drin von genau diesem Motorrad, und da stand eine riesengroße Überschrift drüber, dieses Motorrad ist verschollen. Und da war der Chromschweif im Tank, und habe ich das ganze Zeug von der Garage oben vom Boden erstmal in der Rohr rausgeräumt und gesucht, und dann habe ich gedacht, das gebaut. Ja, an dem Motorrad ist auch vieles anders, wie es eigentlich in der DDR also nie gegeben hat. Die hat einen Seitenständer,
Die hat keinen Schalthebel, sondern eine Schaltwippe. Die hat einen Spiegel auf der rechten Seite, weil in Thailand Linksverkehr ist. Dann hat die das Nummernschild vorne auf dem Kotflügel drauf. Das hat es bei MZ nie gegeben. In Thailand ist es aber so. Und die hässlichen Dinger da an der Lampe, das ist auch original. Das sind sogenannte Positionslichter. Das war dort, haben die das gewollt oder das war vorgeschrieben. Das ja, das ja, genau. Ah, so, alles klar. Das ist nichts irgendwie gebastelt oder was, weil ich gedacht habe, das sieht schön aus. Das ist einfach, an dem Motorrad ist kein Schräubel dran, was nicht eigentlich erwirkt wird. Ja. Okay, also so hätte es gebaut werden sollen, wenn es denn da hingegangen wäre. Aber hat ja nun nicht funktioniert. Und jetzt ist es bei Jens. Toll. Und ich finde, da ist es in guten Händen. Wer sich mit dem Jens da noch ein bisschen drüber unterhalten möchte, Jens, du stehst hier, wo stehen die hier? Was die Orientierung? Reihe 2. Also hier so links. Ja, könnt ihr gerne mit dem Jens noch plaudern. Und wer sagt, jawohl, das ist mein Favorit. Startnummer ist deine ist Nummer? Du hast deine Nummer gar nicht dabei. Jens. Was, wo? Ja. 135. Die 135 für den Jens und seinen Thailand-Export, der keiner geworden ist. Schön, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Alles Gute und schön drauf aufpassen auf das gute Stück. Also MZ ES 125 Prototyp aus dem Jahr 1963. So. Sehr schön. So, wir haben eine kurze Suchmeldung und zwar gesucht wird der Justin Bürger, 12 Jahre alt, ist im Oberen.